So, hallo und herzlich willkommen. Mir ist gerade langweilig und ich habe Bock auf einen Coinflip. CSGO Hand, Coinflip. Set aside a create offer. Ein bisschen beim Gambeln reingelackt und ja, hat jetzt einfach Bock auf einen Coinflip. Was soll man dazu sagen? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen mit Coinflips sind. Ob gute oder schlechte Erfahrungen damit gemacht habt. Und ja. Dann starten wir mal den Coinflip. Jetzt gerade mit dem Handy auf Bestätigen geklickt. Und dann müsste der jetzt auftauchen irgendwo. Ja, lädt mal wieder eine halbe Stunde, da ist er. $500. Dann gucken wir mal, was reinkommt. Ist keiner Bock hier reinzugehen. Hier einjoinen müssen, aber glaube auf dem Level hat jetzt gerade keiner oder eben noch drüber. Hier, der ist krass. 1000 oder was das ist. Hier, den hätte ich nehmen können. Nee, der ist reingegangen mit dem. Jetzt soll mal bei mir einer reinkommen und entweder freue ich mich danach oder das Video wird kommentarlos geschlossen. Das Witzige ist, wenn jetzt keiner reinkommt, ich muss den einfach stehen lassen. Ich hatte das schon mal, da habe ich eine Medusa reingeschmissen und dann ist niemand reingekommen und dann mich trainieren gegangen und irgendwann hat mir dann der Crusher geschrieben, jo, dein Coinflip wurde ausgelöst und ich habe zum Glück gewonnen damals, ja, aber schon öfters mal so Coinflips gemacht und habe eben auch schon einige verloren. Und ja, was soll ich sagen, gerade hatte ich einfach Bock drauf, das war eh Zeug, das ich beim Gamble gewonnen habe. Und ja, vielleicht haben wir gleich ein bisschen mehr oder halt weniger. 350, 400, 500, der hätte doch eigentlich bei mir reingehen können. Warum macht er das nicht? Der hätte sogar die höhere Chance gehabt. Verstehe ich nicht, ich will meine Skins nicht. Das sind doch geile Skins. Ich weiß gar nicht, was er jetzt hat. Wer sogar hätte eine höhere Chance gehabt. Das ist immer das Riskante, irgendwie wenn du eröffnest. Es kann ja einer bis jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht genau wie viel, aber ich glaube bis knapp $600 einer reinsetzen und dann hat er ja um eine relativ höhere Chance zu gewinnen. Und ich glaube das letzte Mal, also ich nehme immer CT. Ich glaube die letzten zwei Mal, wo ich, da habe ich richtig big Coinflips gemacht. Ich glaube da habe ich verloren, also bin ich jetzt mal wieder dran zu gewinnen. Der hätte doch echt bei mir joinen können, man muss ja da extra einen aufmachen. Der hätte auch bei mir joinen können. Meine Güte. Das ist der einzige Nachteil, dass es echt teilweise dann so lang braucht, wenn du nicht irgendwo reingehst. Aber manchmal ist es besser, der Gegner sucht dich aus, anstelle, dass du den Gegner aussuchst und dann verlierst. Krasseste Coinflips war, glaube ich, mit Crusher, wo wir beide eine Hole hatten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben die einzeln reingeschmissen oder haben wir dann einen gesamten Pot gemacht mit zwei Holes. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber das waren, glaube ich, die kränksten Coinflips, was wir dann gemacht haben. Und dann hatte ich, glaube ich, noch eine Clock Fade und was weiß ich was alles. Und hat einen kranken Pot aufgemacht mit der Dragon Law und was weiß ich was. Und habe ich all in reingeballert und bin einfach gerackt. Get wrecked. Aber so ist das, wie ich schon immer gepredigt habe. Müsst du was, dürft sowas nur machen, wenn ihr bereit seid, diese Skins zu verlieren. Und alle, die euch erzählen, die sind mit Plus rausgegangen beim Gamblen. All time. Natürlich kann man einmal beim Gamblen mit Plus rausgehen, aber all over time geht es nicht. Es ist eigentlich unmöglich. Aber es macht Spaß und muss halt selber wissen, wie weit man geht und keine Ahnung. Vielleicht gibt es jetzt ein lustiges Video oder ein trauriges Video. Je nachdem, wie es ausgeht. Aber es kommt einfach niemand rein. Ich glaube es nicht. Es kommt niemand rein. Wäre der mal bei mir gejoint, das wären geile Knives gewesen. Oder hätte halt geile Items von mir. Das ist ein geiles Loadout, was ich hier anbiete. Verstehe nicht, warum die Leute nicht reingehen. Upp. Da kommt er mit 486. Oh, gegen so eine süße Katze kann ich nicht verlieren. Die Katzen, ohne Witz, Katzen ficken mich immer weg beim Coinflip. Ich glaube, das sind immer so süße Bilder, die knallen mich dann weg. Oh je. Yeah. So, der Puls geht nach oben. Oh, was für ein geiles Knife. Und ein Haufen Schrott, aber egal. Jetzt nur noch beide Daumen drücken. Und RIP. Ich sag's, ich kann nicht gegen Katzen verlieren. Ich kann nicht gegen Katzen verlieren. So ist das, wie ich es gesagt habe. Jo, knüppelt einen Daumen hoch rein, wenn ihr es wieder gefeiert habt.
Schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt, so YOLO, Bets und was weiß ich was. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.